Südtiroler Landtag Bozen. Der Budgetentwurf für den Landeshaushalt 2018 ist vom Landeshauptmann Arno Kompatscher in seiner Rede vor den Abgeordneten vorgestellt worden. Es wird der letzte dieser Legislaturperiode. Mit einer Verfügbarkeit von ca. 5 Milliarden Euro für die wichtigsten Bereiche Gesundheitsschutz, Ausbildung und Recht auf Bildung sowie soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik ist er gut ausgestattet. Bei der Pressekonferenz unterteilt Landeshauptmann Arno Kompatscher auf Nachfrage der Journalisten den Haushalt in drei Gruppen. Die Bereiche Gesundheit, Soziales, Familie und Personal, für die mehr ausgegeben wird. Die Bereiche Schule, Ausbildung und Kultur, 16% der Gesamtausgaben und Informatik und Innovation mit kaum Änderungen. Und schließlich eine dritte Gruppe, der im Zuge des Haushaltsjahres weitere Finanzmittel zugeführt werden sollen. Es ist ein Landeshaushalt, der es uns ermöglicht, die wichtigsten Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger gut zu bewältigen. Im Bereich der Gesundheit, der Bildung, des Sozialen sind sogar mehr Mittel vorgesehen, damit wir diese wesentlichen Leistungen der öffentlichen Verwaltung auch entsprechend gestalten können. Darüber hinaus wollen wir aber auch in anderen Bereichen dahingehend wirken, dass möglichst viele Menschen an der guten Entwicklung unseres Landes teilhaben können. Die Bereiche mit steigenden Ausgaben machen etwa 57% des Landeshaushaltes aus. Die größten Positionen sind das Gesundheitswesen mit geplanten Ausgaben in Höhe von 1.266.000.000 Euro und das Personal mit rund 1.135.000.000 Euro. Für den Bildungsbereich werden 16% des Haushalts und für die Sozial- und Familienpolitik 11% ausgegeben. Im Jahr 2018 wird die Landesregierung auch beträchtliche Summen für Innovation, Gemeinden, Landschaftsschutz, Mobilität und Sicherheit investieren.